Hallöchen, herzlich willkommen zur 56. Folge von Andreas Schubert Transporter. Wo? Hier im Eurotruck Simulator 2. Mit hier dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Klaus und irgendwelchen wilden Wandbalken hier mitten auf der Straße, die jetzt meiner Meinung nach keine wirkliche Bewandtnis haben. Ja, hier ist der, ja, man könnte was sagen, rumänischen Wallerei. Also hier ist erstmal nichts, hier ist nur Straße. Wir fahren jetzt einfach, das ist hier die E58, ja, E58, die wir jetzt hier straight durch Rumänien blasen. Quer durch Rumänien, brauchen eigentlich gar nicht mehr abbiegen. Immer auf der Straße hier bleiben, dann kommen wir irgendwo nach Moldawien rein. Wo es dann nach Chișinău geht. Ja, wo dann unsere Spanplatten erwartet werden, die wir ja vor gefühlt 20 Folgen in Kristiansand geladen haben. Bei die, genau, ja. Wie auch immer das ausgesprochen wird, da müssen wir hin. Geradeaus. Oh, geht's bergauf, ist ein Sprung neben mir. Allzu spät. Zu spät, zu hell alles hier. Jo, geht schon hier schön bergauf und bergab, schöne Berg- und Talfahrt, würde ich eigentlich sagen. Hier in Rumänien zu viele Wandbarken oder warum stehen hier überall welche rum? Da stehen sie mal hier mittig auf der Straße. Da stehen sie jetzt mal rechts am Straßenrand. Aber hinten stehen sie richtig rum. Was meine ich mit richtig rum? Warnbarken. Also man kann eigentlich an der Warnbarke erkennen, auf welcher Seite man vorbeifahren will. Guck mal hier die roten Streifen. Die gehen von links oben nach rechts unten. So immer, wenn die nach rechts unten gehen, heißt das, du sollst rechts vorbeifahren. Und wenn die von rechts oben nach links unten gehen, dann sollst du links vorbeifahren. Wer da Probleme hat, sich das zu merken. Vielleicht mal ein kleiner Tipp von mir, so als kleine Eselsbrücke. Ihr kennt doch alle diese blaue,
diese blauen Schilder, die runden blauen Schilder, die meistens an den Verkehrsinseln hängen, wo dann immer so ein Pfeil in die Richtung zeigt, wo du hinfahren sollst. Ja, du, meistens sollst du natürlich rechts vorbeifahren, weil wir fahren ja nur mal rechts in Deutschland. So, dann müsst ihr euch das eigentlich, könnt ihr das da drauf projizieren. Der Pfeil an der Verkehrsinsel, der zeigt ja nicht einfach nur nach rechts, der zeigt ja nach rechts unten. Ja, das heißt, du sollst rechts vorbeifahren. Und genauso ist es bei den Warnbalken auch. Wenn die nach rechts unten gehen, die Streifen, sollst du rechts vorbeifahren. Wenn sie eben nach links unten gehen, sollst du wirklich links vorbeifahren. So ist es eigentlich angedacht, aber ich habe es auch schon öfters mal in Baustellen beobachtet, wo sie die Dinger verkehrt rum hingestellt haben. Das ist natürlich schwierig. Wenn natürlich nicht mal die Leute wissen, wie rum eine Warnbarke hingestellt wird, dann ist natürlich dann irgendwo der Punkt erreicht, wo ich sage, wie willst du jetzt noch hier vernünftig Auto fahren, wenn sie noch nicht mal die Schilder hinstellen können. Ja, das ist halt schwierig. Hat wahrscheinlich der Lehrling gemacht oder so, keine Ahnung. Schön Motorrad fahren, ehrlich. 0 Grad draußen, ey. Ach, jetzt geht das hier wieder los, ey. Leute, ja, die Baustelle ist wahrscheinlich berechtigt hier. Die Baustelle ist wahrscheinlich berechtigt. Konnte leider nicht vorbeigucken. Konnte ich leider nicht vorbeigucken. Oh, jetzt geht's los. Guck mal, wo es im dritten anfahren war. Na, hast du Angst hier? Jetzt habe ich manchmal wirklich. Wenn ich in so einer Situation stehe, wie das Auto, auf das wir gerade zugefahren sind. Und da ist vielleicht eine längere Baustelle, wo das so ist, ne? Ey, da haben wir. Da habe ich manchmal richtiges ungutes Gefühl hier, wenn die auf mich zugeblasen kommen. Man muss ja noch nicht mal, oder bei 40 Tonnen natürlich gleich extrem, ja, aber reicht ja BKWs, wenn die dann hier mit 80 oder so auf dich zugefahren kommen, oder selbst mit 60 reicht hier. Und weil du weißt, die fahren an dir vorbei, der wird jetzt wahrscheinlich schon länger gesehen haben, wird schon eher gesehen haben, wie du ihn gesehen hast. Aber es ist manchmal ein richtig komisches Gefühl. Ja, dann hättest du jetzt gewusst, in welchen Gang du willst. Wärst du wahrscheinlich an dem Berg etwas besser hochgekommen. So, kein Gas, lass mal rollen. So, 70 Vorfahrt achten. Mal gucken, ob wir das mit 70 hinkriegen. Ja, dieses Baldi, genau, dieses Baldi ist. Seh nix. Ups, kommt aber was. Was ist denn nun da? So. Sieht es so richtig, dass wir schon wieder an der Grenze sind, ja?
dass das Unheil quasi jetzt seinen Lauf nimmt. Wo fahren wir lang? Fahren wir hier lang? Truck immer rechts, ne? Servus. Oh, Leute. Ist das ein Dreck hier? Dieses Wackeln eigentlich immer so ganz unter uns, gell? Völlig unnatürlich. Total unnatürlich. Oh, hier gerade durch hier. Mir wurscht hier. Oh, weiter hier. Es geht so. Oh, Pflasterstein und das Schild hier. Herzlichen Glückwunsch, denn sie waren hier so. Ja, sie haben es geschafft hier. Sie sind hier in der Wallerei. Und ich weiß genau, welcher Abonnent gerade sich das Video reinzieht und sich eingrinst und sich sagt, ich hab dich gewarnt und ich weiß genau, wer das ist. Mich nicht in Sechsen zu schalten, davon ändert sich die Straßenbelagerung, da habe ich Angst, dass sich da die Straßenbeschaffenheit ändert. Normalerweise würde ich jetzt hier Kit geben, dass ich ein bisschen sag mal, sehe ich jetzt aber, bin ich bescheuert oder was? Ey, das ist ja noch nicht mal Asphalt. Das ist ja noch nicht mal Asphalt, das ist unbefestigte Straße. Das habe ich jetzt durch die Wintertextur gar nicht so richtig für voll genommen. Ey, das ist Schotter. Und wenn Asphalt kommt, dann ist er total beschissen. Oder ist ja nicht mehr richtig, aber wird dann wahrscheinlich noch nicht mal Asphalt sein, wird hier Beton sein. Betonplatten aneinander gelegt. So wie es zu DDR-Zeiten auch war. Ehemalige DDR-Bürger können sich wahrscheinlich entsinnen. So, jetzt ist eigentlich die Uhr gleich 14 Uhr hier. Ich wollte eigentlich in der Folge noch uploaden, aber so wie das hier mit den Straßen aussieht, jetzt haben wir hier unbefestigte Straßen, Panzerstraßen, Pflasterstein, riesiger Asphalt, fehlt eigentlich nur noch eine Flussdurchfahrt hier, das ist ja der absolute Hammer. Chisinau, unser Ziel steht hier schon mit dran. Also rein von den Kilometern her. Ich habe jetzt nicht geguckt. Pferdefuhrwerke verboten. Und wo bist du hier gelandet? Eigentlich immer, wenn ich hier so eine fremde Strecke habe und ich merke hier, die Straßenbeschaffenheit lässt etwas zu wünschen übrig, dann mache ich es in der Realität eigentlich ganz gerne so,
dass ich einem hinterher fahre und dann immer auf die Räder von dem gucke. Guck ich immer auf die Räder von meinem Futtermann, das siehst du ja, ob der jetzt durch ein Schlagloch fährt oder ob da eine Bodenwelle kommt oder was. Und du kannst dich so ein bisschen drauf einstellen, eventuell reagieren. Ja, schieß ihn auch geradeaus. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht hier, oder ich habe auf die Karte geguckt, ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie viele Kilometer es noch waren am Anfang der Folge, aber ich habe, wie gesagt, auf die Karte geguckt und so rein von der Optik her, ich meine, kann man ja jetzt schon ein paar Spielstunden im ETS 2 ist hier, dann kann man ja so ungefähr abschätzen, wie weit es ist, wie lange du nur fährst. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir das in dieser Folge ganz bequem noch schaffen, aber an Betracht der Tatsache, dass hier die Straßenbeschaffenheit doch sehr zu wünschen übrig lässt, beziehungsweise auch ja teilweise einfach Straße fehlt, sprich unbewässigte Straße ist. Da wird der Schotter hier, oder? Ja, nee, ist einfach nur ist kein Schotter, ist einfach nur eine scheiß Straße. Oh, hier muss das Gornja was mitmachen. Ey, nie wieder Moldawien, nie wieder hier Rumänien oder so ein Shit hier. Oh, es geht weiter. Der absolute Wahnsinn hier. Unser schöner Scania. Ja, ich würde sagen, so die letzte Tour in die Ecke hier. Wir kreisen jetzt schon wieder von Heimweg. Können sie nicht mehr sagen, oh, wir sind da, wir haben es geschafft, yeah, ne, wir müssen ja wieder zurück. Wir müssen ja wieder hier irgendwo raus hier aus diesem Hexenkessel. So was hier, finde ich, geht immer noch. Das ja, er schunkelt ein bisschen, das ist ja sogar recht realistisch gemacht. Ich meine, wackelt eben immer im Führerhaus, ist klar. So, das finde ich jetzt noch nicht mal schlimm. Das ist wirklich cool, ja, cool gemacht. Aber hier diese harten Stöße immer hier, wenn der so extrem wackelt, was ja, wie gesagt, da völlig unnatürlich und unrealistisch aussieht, davon mal abgesehen, dass man da wirklich Angst, dass da wirklich richtig krasse Schäden am Fahrzeug entstehen. Ich könnte jetzt einen Ruderdüser aufmachen und gucken, was wir am Fahrzeug insgesamt an Schaden haben, aber nee, ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen, ich fahre einfach. Danach gucke ich vielleicht, wenn wir hier mal wieder draußen sind, wenn wir vielleicht mal so wieder in Polen oder so sind, wo es halbwegs zivilisiert zugeht mit der Infrastruktur. Wieder auf Schotter. Oh, ich sehe meine Uhr nicht mehr. Oh, wir haben noch Zeit. Wir können noch ein bisschen hier über kaputte Straßen orcheln. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch abzuladen. Schon irgendwas in Aussicht.
Nee, noch nichts in Aussicht. Können allerdings auch nicht weit gucken. Das meine ich hier, dieses Wackeln hier, das ist ganz schön heftig. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, ob das jetzt... Keine Ahnung. Oh, wir haben wohl mal einen glatten Fahrbahnbelag hier. Noch wahrscheinlich, wird sich gleich wieder ändern. Oder? Oh, jetzt wird's einer... Vierspurig, das kennt ihr hier. Ey, der Hammer. Ey, ich habe einen Tempomat gerade reingemacht. Glaubt ihr das, Leute? Ich habe einen Tempomat drin, schaut. Ey, wir fahren 84. 84 liegen an. Oh, das muss mal. Dass ich das noch erleben darf in Moldawien, Herr. Wahnsinn. Ey. Voll das Erfolgserlebnis hier. Ja, jetzt sind wir da, wir können wieder vom Gas. Höllenritt. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir hin müssen. Transinet, jetzt wo ich es lese, fällt es mir wieder ein. Trauen Sie nicht hier. Wir wollen das mal rein hier. Keine Ahnung, ist es hier Transinet oder ist es nicht? Die große Frage. Ich habe jetzt kein Schild gesehen. Habe es nur gesehen, das Navi war hier zu Ende. Und wahrscheinlich habe ich auch die Auflieger gesehen im Unterbewusstsein. Mich hier verkack ein. Ja, kein Schild am Tor oder irgendwas. Muss irgendwo ein Schild sein. Nö. Unser Truck hier, gell, wollte ich nur mal sagen. Tschö. Das ist es. Ich gehe aber davon aus, es ist dran, sie nicht hier. Wie gesagt, Snappy war genau hier auf hier eingestellt. Und wir stehen ja zwei Trailer von der Firma. Die anderen können wir nicht definieren. Jetzt sage ich einfach mal, dass das unsere Rampe ist hier. Irgendeiner muss ja. Irgendeiner muss ja mal was festlegen hier und ich lege ihm jetzt fest, das ist Transinet hier. Es spricht alles dafür. Ein bisschen suboptimal hier, dann was du machst. Wir sind in Moldawien angekommen.
Das war echt sämtliche Straßenbeschaffenheiten und Oberflächen und Zustände mitgenommen, die man eigentlich mitnehmen kann. Hammer halt, ey. Das ist immer das, wo ich schon immer Angst hatte, wenn es hier nach Osteuropa ging. Echt, hatte ich schon immer Angst davor. Das muss immer so Bullshit erleben hier. Aber wir haben es ja gemeistert, denke ich mal. Ich gucke noch her, wenn wir eingepackt haben und noch einen Schaden am Fahrzeug. Aber ich kriege, haben ja für die Tour jetzt auch, na gut, wir waren jetzt auch 3-4 Tage unterwegs, ne? Aber wir haben ja 4.000 Euro oder so, kriegen wir jetzt dafür. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir hier. Dass wir jetzt hier leer ausgehen oder so, hoffentlich. So, gut. Mal schauen hier. Was haben wir denn? 1% geht eigentlich. Ich habe ja vor 2-3 Folgen, wo wir an der Werkstatt angefangen haben, habe ich wirklich nur Anbauteile dran gebaut. Da habe ich nicht repariert oder was, keine Wartung vorgenommen. Und jetzt 1% Schaden, geht nicht. Okay, habe ich Schlimmeres erwartet, echt. Habe ich echt Schlimmeres erwartet. Ja. Gut, da stehen wir nun mit unserem Prachtstück an der Rampe. Ich würde mal sagen, es trifft sich eigentlich ganz gut mit der Folgenzeit. Ich würde sagen, ich übernehme jetzt mal hier den Akt des Abladens und suche uns dann mal eine neue Tour raus. Irgendwo nach Westen. Irgendwo auf jeden Fall nach Westen. Gut, weiter nach Osten geht es ja nicht hier. Sind wir bei den China. Irgendwo nach Westen fahren wir sicherlich und melde mich damit. Eventuell neuer Tour, ansonsten mit einer kleinen Leerfahrt. In der nächsten Folge wieder, genau. Und so, auch wenn es euch bisher gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und bis zum nächsten Mal. Falsch und rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.